Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Die BRD ist eine Sache, die Deutsche Demokratische Republik eine andere, eine ganz andere Sache. Was in der BRD geschieht und getan wird, ist eine Sache. Was bei uns im sozialistischen deutschen Staat geschieht, ist eine sehr, sehr andere Sache. Gemeinsam haben wir eine sehr sensible Grenze und eine Sprache. Auch wenn Bayern und Ostfriesen da gelegentlich Verständigungsschwierigkeiten haben, genauso wie Ruganer und Sachsen. Die Bundesstaatsbürgerschaft ist eine Sache. Die Staatsbürgerschaft des Bürgers der Deutschen Demokratischen Republik eine ganz und gar andere. Aber genug der Binsenweisheiten. Ganz gewiss gemeinsam lautet unser Auftrag, den uns Deutschen die Geschichte zugewiesen hat, dafür zu sorgen, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht, sondern nur noch Frieden. Nichtkrieg ist noch kein Frieden. Und wenn elektronische Medien diesen Nichtkrieg als ideologischen Krieg bis in die Nähe des psychologischen, des Kalten Krieges führen, unweit des Schießkriegs, dann müssen Ross und Reiter genannt werden. Da muss gewarnt, entlarvt, muss gegengehalten werden. So viel zum Schwarzen Kanal, dessen Fortdauer nicht von mir abhängt, sondern von Absichten, Reden und Taten der anderen Seite. Solange es von drüben Feindseligkeiten und Aggressionen gibt, solange müssen wir das Feindbild wachhalten, das nicht wir erfunden haben und auch nicht der Feind. Es ist die objektive Folge der Existenz zweier entgegengesetzter Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme, die zwar wie Feuer und Wasser sind und daher unvereinbar, da verschwinden keine Grenzen und da gibt es keine Konvergenz, aber Sozialismus und Kapitalismus können durchaus koexistieren. Ja, sie müssen koexistieren, wenn die Menschen leben wollen. Die DDR muss zu politischen Reformen finden und zu ökonomischen Reformen. Ich bin bereit zu helfen, unter der Voraussetzung, dass diese Reformen im politischen wie auch im wirtschaftlichen den Menschen der DDR ein Stück mehr Freiheit, ein Stück mehr Chance, ihr eigenes Leben erfüllt führen zu können, bringen. Dass es unser Interesse ist, das Interesse der sowjetischen Seite wie das Interesse der Bundesregierung, dass die Ost-West-Beziehungen sich entkrampfen, dass mehr Offenheit möglich ist, dass wir endlich weiterkommen. Es sind ja auch gute Fortschritte erzielt worden in der Zwischenzeit in der Abrüstungsfrage. Aber das setzt voraus, dass das Kampfklima sich positiv entwickelt. Schauen Sie, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, was die DDR muss, das ist unsere Sache und das tun wir. Den Regierungschef eines anderen Staates aber geht das einen nassen Staub an. Dass er mit helfender Westmark winkt, wenn wir uns so reformieren, wie er sich den Sozialismus vorstellt. Nun, ich will nicht mit den Vorstellungen des Herrn Dr. Kohl rechten, aber was er unter Souveränität versteht, ist für mich offene Einmischung. Sein Selbstbestimmungsrecht meint in Wirklichkeit, seinesgleichen wollen bei uns bestimmen. Aber wir lassen uns unsere Souveränität nicht abkaufen. Wir nicht. Die BRD sollte erst einmal bezahlen, was sie uns aus den Jahren 1945 bis 1961 schuldet. Und sich dann um die soziale Marktwirtschaft im eigenen Lande kümmern. Das heißt, fest an die eigene Nase fassen, ehe man woanders reinredet oder reinreden lässt. Sie erleben die Bilder aus Ungarn, wo dramatischste Entwicklungen eingetreten sind. Die Grenzen sind offen. Sie haben die Entscheidung in Sachen DDR-Bürger in Ungarn miterlebt. Und Sie sehen die Bilder aus Warschau. Der deutschlandpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Büchler, hat die von der SED-Führung in Ost-Berlin erklärte Bereitschaft zum Dialog über Reformen als nicht weitgehend genug kritisiert. Gleichzeitig wiederholte er das auch von der SPD mitgetragene Bonner Hilfsangebot, das lautet Geld gegen Reformen. Zum Schwur wird es spätestens kommen, wenn es um den politischen Alleinvertretungsanspruch geht. Den wird die SED sich, solange sie stark genug ist, nicht nehmen lassen. Und gerade auf ihn zielt die Opposition der verschiedenen Bürgerrechtsbewegungen ab. Ende letzter Woche in Krakau. Auf dem alten Markt versammeln sich junge Polen. Die Menschenrechtsorganisation Wolność i Pokój, das heißt Freiheit und Frieden, hat zu einer Demonstration aufgerufen.
Solidarität mit der Opposition in der DDR, lautet die Parole. Die Transparente fordern Freiheit für die Deutschen in der DDR. Nieder mit der Mauer in Berlin. Ja, ein bisschen kurzsichtig, dieses unbedachte Geschrei, historisch wie zukünftig. Und auch ein Herr Michnik aus Warschau stellt sich als ahnungsloser Engel hin, wenn er heute in der bekannten Hamburger Dreckschleuder zwischen beiden deutschen Staaten nicht zu unterscheiden weiß. Schließlich war es die Deutsche Demokratische Republik, die ihre gemeinsame Grenze mit Volkspolen völkerrechtlich festlegte und verteidigte. Dann haben wir an unserer Grenze zur BRD und im heftigen ideologischen Kampf die Oder-Neiße-Grenze gegen Revanchismus und Revanchisten im Westen verteidigt. Und ob es für Polen wünschenswert wäre, an seiner Westgrenze ein Großdeutschland zu haben, dessen Minister nach Grenzen von 1937 gieren? Gerade Polen hat ein nationales wie Europa ein internationales Interesse an der gesunden Existenz eines deutschen Friedensstaates. Panzerwagen, Gefechtsfahrzeuge, Panzerjäger, taktische Raketen. Die NVA zeigte sich weniger waffenstarrend als in vergangenen Jahren, um die laut propagierte Friedens- und Abrüstungspolitik der DDR nicht in Misskredit zu bringen. Dennoch protestierten die westalliierten Stadtkommandanten gegen diese Militärdemonstration in Ost-Berlin. Michail Gorbatschows Anwesenheit bei dieser Demonstration der Stärke der sogenannten Arbeiter- und Bauernmacht dokumentiert sein prinzipielles Interesse an stabilen Verhältnissen in der DDR. Wichtiger ist ihm offensichtlich, dass nach Polen und Ungarn nicht noch in einem dritten Land des Warschauer Paktes der Sozialismus als alleinige Führungsmacht infrage gestellt wird. Für den Samstag und den Sonntag sind Stadtteilfeste in allen Stadtteilen von Ost-Berlin geplant. Und dort wird es Platz und Gelegenheit geben, politisch zu diskutieren, wie das in der letzten Zeit ja immer häufiger geschieht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei überall sein wird. Ich denke, dass am Rande dieses Geburtstages politische Diskussionen geführt werden. In welchem Ausmaß kann man noch nicht voraussagen. Ich denke, dass es für uns sehr interessant werden wird. Heute Morgen vor der Gethsemane-Kirche hatten wir die Kamera noch nicht ausgepackt, war die Polizei schon da und wir wurden weggeschickt. Es sieht alles so aus, als ob es im Moment ungeheuer schwierig bleiben wird, gerade für Bildjournalisten diese Arbeit zu machen. Diese unglaubliche Fluchtwelle nicht erklärbar wäre ohne die Tatsache, dass jeden Abend im deutschen Fernsehen diese Jubelszenen zu besichtigen waren. Aber auch die westlichen Medien, allen voran die ARD und das ZDF, sind mit ihrer Berichterstattung ein innenpolitischer Faktor in der DDR. Die Signale, die wir aus der DDR empfangen, sind widersprüchlich. Ne? Das Innenministerium der DDR setzt fort, was Neues Deutschland und Aktuelle Kamera begonnen haben. Die Westjournalisten werden zu Unruhestiftern erklärt. Sie seien teilweise Mitinitiatoren von Krawallen und Aufwiegler von Rowdy-Gruppen gewesen, heißt es bei ADM. Barer Unsinn. Möglicherweise sollen meine Kollegen eingeschüchtert werden, aber da sie untadelig berichten, verfängt das nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die DDR in dieser Zeit, wo es zwischen Ost und West so günstig steht, hinter Südafrika zurückfallen will. Der ZDF-Fernsehrat hat in seiner heutigen Sitzung in Berlin die Behinderungen der freien Berichterstattung und die Übergriffe gegen ZDF-Mitarbeiter und andere Journalisten durch Staatsorgane der DDR verurteilt. Der ZDF-Fernsehrat fordert die Regierung der DDR auf, die getroffenen Vereinbarungen einzuhalten und den in der KSZE-Schlussakte beschlossenen Grundsätzen über den freien Informationsfluss in Europa zu entsprechen. Das hat alles mit freiem Informationsfluss und mit KSZE überhaupt nichts zu tun. Da wird nämlich der feine Unterschied einfach weggelassen zwischen freiem Informationsfluss auf der einen Seite und der ganzen westlichen Spannweite von Wahrheit und Halbwahrheit über die Lüge bis zur irreführenden Spekulation, ja zur Organisation von Zusammenrottungen, zur Anleitung schließlich für Provokationen und Fluchtbewegungen. Ehrlicher Journalistenjob, Herr Kollege Pleitgen, ich erinnere an die eigene Nase. Gestern Mittag gab es in der ARD eingebettet in den vorgeschriebenen, dort üblichen aggressiven Antikommunismus, eine Journalistensendung voll Eingeständnissen und Erklärungen der Einmischungspolitik, auch mit dem
schizophrenen Pleitgen und einem Herrn aus Bayern, der öffentlich zugab, vom Thema, nämlich von der DDR, nichts zu verstehen. Und vom realen Sozialismus auch nicht, hätte er ehrlicherweise hinzufügen müssen. Sonst würde er etwas von der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei verstehen. Die einen sprachen da von prügelnder Polizei, die anderen bedauerten gleichsam, dass unsere Polizei sich zurückgehalten habe. Was man von Westberliner und westdeutschen Polizisten nicht sagen kann, wenn es gegen Friedenskämpfer, Rüstungsgegner und Antifaschisten geht. Man hatte ja auch zu unserem Nationalfeiertag französische und englische Kamerateams ins Gefecht eingeführt. Teils zur Tarnung und weil ARD und ZDF ja nicht überall sein konnten, wo Freiheit als Platzpatrone im Kalten Krieg missbraucht wurde. Wie gesagt, dieses Gespräch gestern war teils ein Geständnis der Einmischung, teils falsch und verlogen, teils unaktuell. Von den jüngsten Ankündigungen und bereits begonnenen Veränderungen in der Deutschen Demokratischen Republik hatten diese Schnelldenker-Journalisten natürlich nichts gehört. Man hat es ja auch nicht für nötig gehalten zu berichten, dass die bei der Jubiläumsparade gezeigten Waffensysteme ausnahmslos der defensiven Militärdoktrin entsprachen. Und von Herrn Wörners strammen NATO-Dogmen und seinem Wunschtraum, der Sozialismus werde im Sande verlaufen, haben diese informationsträchtigen Herren auch nichts gewusst. So geht es eben zu in diesen öffentlichen Anstalten, Fernsehanstalten, in denen aufzutreten, es manche DDR-Persönlichkeit mit geradezu magischer Kraft zieht. Wohlgemerkt, Katharina Witt meine ich damit nicht. Sie trat als mündige Bürgerin ihres sozialistischen Vaterlandes auf. Ich glaube, dass wir guten Grund hatten, die 40 Jahre DDR zu feiern. Es ist sehr viel erreicht worden. Allerdings sind natürlich ein paar sehr unschöne Dinge passiert. Und ich glaube, man muss sich darüber Gedanken machen, über das Wie und Warum. Aber ich denke, dass das hier nicht die richtige Stelle ist, um darüber zu diskutieren. Wie die SED künftig mit dem Volk reden will, das ist trotz dieser neuen Zeichen ungewiss. Denn gleichzeitig wurde die Kritik an den Westmedien und vor allem am Fernsehen im SED-Zentralorgan Neues Deutschland weiter verschärft. Denn wir brauchen nicht noch ein halbes Jahr Straßendemonstration. Wir brauchen jetzt eine Woche Streik in der DDR, damit die Honecker-Regierung gestürzt wird. Es ist in der Tat so, dass in der Bundesrepublik die Veränderungen, die es in der DDR in den letzten Jahren gegeben hat, diese Veränderungen sind bei uns kaum wahrgenommen worden. Das wirft die Frage auf, was für Reformen sollen das denn sein? Die DDR sagt immer, sie kann Reformen sich nur vorstellen, also die gegenwärtige DDR-Führung kann sich Reformen nur vorstellen, die auf dem Boden des Sozialismus, das heißt auf dem Boden des DDR-Sozialismus, wie sie ihn verstehen, sich befinden. Das sind aber nicht Reformen, die wir wollen können. Es ist schon ein bisschen komisch, wie wir nicht zu Recht, das war nicht korrekt, immer gemeint haben, dass die DDR per Knopfdruck regiert wird. Das war ein Irrtum, ein selbstgefälliger Irrtum. Sie wurde schon lange nicht mehr per Knopfdruck regiert. Nun wünschen wir, dass sie per Knopfdruck aus Moskau regiert werden möge. Viel Kontakte und Verhandlungen mit der DDR-Führung wie nötig, so viel Solidarität mit der DDR-Bevölkerung wie möglich. Ein Brückenschlag zur DDR-Bevölkerung. Also keine Einmischung, nur ein bisschen Brückenschlag, sagt der Herr, dessen Name ich nicht mehr über die Lippen bringe. Und aus den auch von uns gewünschten gemeinsamen Praktiken, will man ein gesamtdeutsches Theater machen. Also kräftig von Deutsch-Deutsch schwätzen, nur nicht von Kapitalismus und Sozialismus. Darum geht's nämlich. Der Sozialismus soll raus aus Deutschland, Europa und der Welt. Und sehen Sie, deswegen verstehe ich in der Ideologie keinen Spaß. Und mit der Macht wird bei uns nicht gespielt. Die Deutsche Demokratische Republik ist der einzige Staat, dessen Existenz offen in Frage gestellt wird. Wie habe ich doch begonnen? Die BRD ist eine Sache, die Deutsche Demokratische Republik eine andere. Welchen Anlauf wir zu neuen Höhen des Sozialismus bei uns nehmen, einschließlich der Überwindung des Überholten und der Schwachstellen, die aber die Erfolge, die historischen Fortschritte der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik nicht ungeschehen machen, das ist eine Sache.
Bei uns gibt's keine gnadenlose Auslese und wir lassen keinen durch den Rost fallen. Feine Nazi-Aussprüche, mit denen die ach so menschliche und soziale Marktwirtschaft definiert wird. Erscheinungen, Fakten und Sprüche in der BRD, das ist also eine ganz, ganz andere Sache. Kann jeder DDR-Bürger, der jetzt zu uns kommt, mit einer Stelle rechnen, Herr Sund? Natürlich nicht, denn es gibt ja bei uns keine Garantie für einen Arbeitsplatz. Trotz sinkender Gesamtarbeitslosenzahlen steigt die Zahl der Langzeitarbeitslosen kontinuierlich an. Jetzt sind es schon 700.000, siebenmal so viel wie noch Ende der 70er Jahre. Nach den derzeitigen Entwicklungen, den Tendenzen, die sich auf dem Arbeitsmarkt abzeichnen, ist mit weiter steigenden Zahlen an längerfristig Arbeitslosen zu rechnen. Das heißt also, es existiert ein großer Block von mittlerweile 700.000 Menschen, die systematisch, ganz unabhängig von der Konjunktur, immer durch den Rost fallen. Nach DGB-Angaben fanden zwischen 1975 und 1985 1,5 Millionen Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Der heutige Facharbeitermangel ist also hausgemacht. Die rasche Integration von Übersiedlern ist gut und notwendig. Doch wer daneben die dauerhafte Ausgrenzung immer größerer Gruppen von Menschen zulässt, legt eine gesellschaftliche Zeitbombe. Auch ein Treff von Drogenabhängigen. Das sogenannte Café Achteck, die öffentliche Bedürfnisanstalt unterm Bülowbogen, hat traurige Berühmtheit erlangt. Vor ein paar Tagen erst wurde hier der achte Drogentote gefunden. Alarmierend ist die Zahl der Drogentoten in der Bundesrepublik. Bis Ende August waren 593 Menschen nach dem Konsum von Rauschgift gestorben. Das sind 60% mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Bei großen regionalen Unterschieden gibt es im Bundesdurchschnitt Plätze für nur 68% der Kinder. Es fehlen mindestens 500.000 Plätze. Und die würden die Länder ab 1995 jährlich rund 500 Millionen Mark kosten. Kindergärten heutzutage sind doch nicht etwas Mildtätiges, Fürsorgliches für die Armen und Waisen, sondern ein ganz normales Regelangebot für junge Familien. Das wird nachgefragt. Wir freuen uns ja darüber, dass unsere jungen Frauen gut ausgebildet sind. Dann sollte man ihnen doch auch ein Stückchen weiterhelfen und das zum Ausdruck bringen. Mittlerweile wird während des Semesters fast genauso häufig gejobbt wie in den Semesterferien. 54% der Studenten müssen auch in der Vorlesungszeit arbeiten. Ein Viertel bis ein Drittel ihrer Einnahmen geben Studenten für Miete aus. Die Folge, fast jeder dritte Student wohnt immer noch bei den Eltern. Der Grund, katastrophal hohe Preise für Studentenbuden und viel zu wenig Plätze in Studentenwohnheimen. Eine Folge dieser sozialen Verschlechterungen für viele Studenten, das Studium zieht sich in die Länge, spätestens in der Examensphase geht vielen das Geld aus. Da müssen die etablierten Parteien noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Denn ihr Verlust an Glaubwürdigkeit und ihre mangelnde Sensibilität für gesellschaftliche Entwicklungen, so die Studie, haben das Auftreten der Republikaner erst möglich gemacht. SPD-Hochburg Gelsenkirchen. Vor einer Woche erreichten die Republikaner hier fast 15%. Ja, warum soll ich Republikaner gewählt haben? Ja, ganz klar. Ausländer hier, die sie alle reinholen. Die Arbeitslosen, die wir haben hier. Und warum soll ich in eine andere Partei wählen? Zwei Drittel sind Männer. Auffallend auch der niedrige Bildungsstand. Über die Hälfte hat nur Hauptschulabschluss. Mehr als 40% wählten bei der letzten Bundestagswahl CDU/CSU. Knapp 20% SPD und 20% gar nicht. Zitat aus der Studie. Der rechte Wählerrand der Union protestiert mit der Wahl rechtsextremer Parteien gegen das Ausbleiben der versprochenen geistig-moralischen Wende und gegen eine als unsozial und ungerecht empfundene Regierungspolitik. Soziale Unzufriedenheit auch mit der SPD. Tja, die eigene Nase wäre da wohl zuerst anzufassen. Ehemann, Gaukler und Renegaten und, naja, sagen wir Journalisten, auf den Sozialismus der Deutschen Demokratischen Republik loslässt und auf allen Kanälen ganze Sendungen, Halbwahrheiten, Falschmeldungen so lange wiederholt, bis es einem zum Halse raushängt und ehe sich in der BRD endlich etwas bewegt. Guten Abend. So lautet der Ratschlag der Westdeutschen Allgemeinen an die Adresse der Bundesregierung. Wer im Augenblick der DDR helfen will, sollte sich zurückhalten. Auch mit dem großen Geld zu winken bewirkt nichts. Die DDR-Führung lässt sich Reformen nicht abkaufen.
Die Westfälische Rundschau überlegt sich, welche Rolle die Bundesregierung in dieser Lage spielen kann. Reformen sind allein Sache der DDR. Sie wird sich da weder etwas abkaufen noch abpressen lassen. Ich bin sicher, dass jedes Volk selbst bestimmen wird, was in seinem eigenen Land notwendig ist. Wir kennen хорошо наших немецких друзей. Wir kennen unsere deutschen Freunde gut. Их способность. Ihre Fähigkeiten. И осмысливать. Ihre Fähigkeit, das zu durchdenken. И учиться у жизни. Und vom Leben zu lernen. И прогнозировать политику. Und die Politik вносить коррективы. Entsprechende Korrekturen тогда, когда это нужно. Wenn das notwendig ist. И мы к ним относимся с полным доверием. Und wir haben volles Vertrauen zu ihnen. Aber wenn du dich so situation сейчас в DDR опасен. Meinen Sie, dass die Situation jetzt in der DDR gefährlich ist? Я не думаю. Ich denke nicht. В сравнении с нашими трудностями, я думаю, это несопоставимо. Etwas anderes ist das, was die Medien in der Bundesrepublik angeht. Ich finde da nicht immer gut wiedergegeben, das, was wirklich in der DDR passiert. Ich finde nur, dass 60% dessen, was elektronische Medien vor allen Dingen machen, doch problematisch ist und im Letzten den Menschen in der DDR nicht hilft. Ich musste die Erfahrung machen, dass sehr viele Leute diese ständige Reden über diese Probleme nicht mehr hören können. Sie fragen, was soll das bringen? Sie empfinden das Fernsehen der Bundesrepublik oft als aggressiv, zu wenig sensibel, verletzend im Blick auf die eigene, auf das eigene Ehrgefühl.